Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Friedrich Weitz und ich führe euch durch dieses Tutorial. Wir hatten uns beim letzten Mal den Arc-Befehl angesehen und der ist so etwas komplizierter, deshalb möchte ich jetzt da ein bisschen länger einführen, auch ein bisschen so die mathematischen Hintergründe beleuchten und wer jetzt so von außerhalb zuschaltet, das ist ein Tutorial, was ich für meine Schüler mache, für die Schüler der 5. und 6. Klasse. Die hatten viele Sachen, die man eben, was weiß ich, Kreisberechnung und so macht, noch nicht. Deshalb gibt es hier vielleicht für den einen oder anderen ein paar Längen drin. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich denke, es ist natürlich für mein Publikum ganz wichtig, dass solche Sachen wie, was ist ein Sinus, was ist ein Cosinus, ein bisschen ausführlicher erklärt werden. Gut, was habe ich mit euch vor? Meine Schüler haben ja auch gesagt, ich sollte unbedingt am Anfang mal zeigen, was wir programmieren wollen, wo es hingeht, wie das aussieht. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht, weil ich denke, es ist auch eine ganz gute Idee. So, und so das Erste, was ich mit euch machen möchte, ist, dass wir hier so einen Ball im Kreis herumfliegen lassen. Und der Kreis, der wird eben tatsächlich mathematisch berechnet. Da gibt es also keine Hilfsfunktion von JavaScript, die uns sagt, so, das läuft auf einem Kreis herum, sondern das muss ich mathematisch berechnen. Und um das zu erklären, werde ich euch hier ein bisschen zeigen, was in einem Kreis passiert, mit Hilfe eines Dreiecks, dessen einer Punkt, der Scheitelpunkt, auf einer Kreislinie herumwandert. Und was dort auch mathematisch passiert, das möchte ich euch zeigen. Dann möchte ich euch als nächstes zeigen, hier so eine, ich kann das nochmal von vorne laden. So. Ja, das sieht man jetzt am Anfang nicht so gut. Das ist ein Punkt, der gesetzt wird, der läuft entlang von einer berechneten Kurve und verändert sich in der Farbe andauernd. So, das seht ihr hier unten. Hier unten habt ihr die Intervallschritte, hier habt ihr die Farbe. So, und dazu gibt es dann auch von mir so einen kleinen Algorithmus, wie man die Farbe berechnet. Das werde ich anders machen als in dem Python-Tutorial, was ich schon veröffentlicht habe. Ich habe nämlich lange darüber nachgedacht und habe tatsächlich eine einfachere Möglichkeit entdeckt, wie man die Farbe berechnet, so eine Fließfarbe berechnet. Das zeige ich euch auch. Das hat jetzt gar nicht so unbedingt was mit diesem Arc-Befehl zu tun und mit dem Zeichnen von Kreisen, aber ist, denke ich, auch ein schöner, nützlicher Algorithmus. Und ihr seht, dass diese Kreise hier hinterher auch gelöscht werden, was jetzt so kleinen Lücken führt. Und da ist einfach mein Algorithmus auch noch nicht ausgefeilt, um so, ja, zu sagen, so okay, das funktioniert jetzt alles so ganz ohne kleine Fehlerchen. Aber gut, darum geht es ja auch nicht. Ne? So, das ist das Zweite, was ich euch zeigen möchte. Das Dritte ist hier so ein herumfliegender Ball. Da gibt es hier hinten so auch so einen Schatten oder so einen Trace, heißt das immer. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau übersetzen sollte. Spur ist falsch, aber ja, so eine Art Schatten. So. Und der Ball, der fliegt hier halt in so einem, ja, auch in so einem komischen Kreisform herum und wird mal größer und mal kleiner. Und das möchte ich euch zeigen. Und schließlich möchte ich euch hier so ein schönes Muster zeigen, was sich hier bildet und was man dann so auf den Bildschirm bringt. Und wozu wir den Arc-Befehl gar nicht brauchen, sondern den Line-to-Befehl. Aber es hat eben auch etwas mit Kreisen zu tun. So, wenn man das Ganze nochmal von vorne starten lässt. Ja, so, jetzt, gut, okay, jetzt seht ihr, ne, also am Anfang war eben die Linienfarbe weiß, jetzt wird die so langsam blau und dann verändert die sich immer mehr und bekommt halt diese ganz vielen verschiedenen Farben und hier zum Beispiel wird jetzt einmal ordentlich auch der Kreis gezeichnet, ne, so, das seht ihr, das hat mit der Kreisfunktion zu tun. So, das sind die ganzen Sachen, die ich euch zeigen möchte. Was ich auch noch dabei habe, ist eben, sind so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, dass man ein Intervall setzt. Ein Intervall zu setzen macht die Grafik etwas langsamer, sodass man das auch gut beobachten kann. Das ist für solche Grafiken gar nicht so wichtig, aber
wenn ihr später Spiele programmiert und habt nicht so einen großen rechnerischen Aufwand, dann können Spiele unglaublich schnell werden mit JavaScript. Und dann müsst ihr das, damit der Spieler überhaupt mitkommt, überhaupt sagen kann, okay, ich kann das spielen, ich habe so ein Reaktionsvermögen, müsst ihr das verlangsamen. Das heißt, ihr setzt Intervalle. Und das zeige ich euch jetzt in diesem Video, weil wir das dann auch für die ganzen folgenden Videos brauchen werden. So. Und das sind eben so die Sachen, die ich in den nächsten Folgen mit euch vorhabe. Ne? Also Algorithmen und ein paar Befehle mit dazu, paar Tipps und Tricks, wie man mit JavaScript und Canvas einfach auch schöne Grafiken produzieren kann. Gut, so, wir gehen mal in unser JavaScript hinein und ich habe hier ein JavaScript vorbereitet. So, als erstes seht ihr hier, ich habe eine Canvas drin. Die Canvas hat eine Breite und eine Höhe. Was sie nicht mehr hat, das ist ein Befehl, dass ihr auf eine bestimmte Eingabe von dem Benutzer wartet, weil die Canvas gleich von Anfang an auch reagieren soll. So, dann habe ich einmal einen Border drin oder mit Cascading Style Sheet und Border definiert von einem Pixel und durchgängig und schwarz, damit man die Canvas einfach auch gut sieht. So, und hier unten habe ich mein JavaScript und da habe ich eine Variable definiert und die Variable, die heißt MyTime, die könnt ihr auch anders nennen. So, und die setzt jetzt ein Intervall und dieser Befehl hier hinten, den ihr seht, der setzt für das gesamte Fenster, Programmfenster, also für euren Browser, setzt er dieses Intervall und er sagt, alle 50 Millisekunden wird die Funktion Zeichne etwas aufgerufen. So, und wenn ihr hier hinten 1000 Millisekunden einsetzt, dann ist das genau eine Sekunde, 1000 Millisekunden, eine Sekunde. Und wenn ihr 50 Millisekunden einsetzt, dann ist das genau ein 20stel Sekunde. Also ein ganzes Stück weit kürzer. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr möchtet das auf ein 100stel Millisekunden oder sogar auf ein 1000stel Millisekunden setzen. So. Aber für uns reicht jetzt erstmal die 50 Millisekunden. Ihr werdet sehen, ich zeige euch das auch in den nächsten Videos, das wird schon ziemlich schnell. Und vielleicht jetzt nochmal so eine allgemeine Anmerkung zu JavaScript. JavaScript ist eine Skriptsprache. Skriptsprachen werden nicht übersetzt in einen Maschinencode, sondern die werden immer wieder ausgelesen. Aber es gibt hier tatsächlich Unterschiede, während Python zum Beispiel jedes Mal neu übersetzt wird. Das heißt, im Hintergrund muss der Rechner die Übersetzungen berechnen und das braucht jedes Mal Zeit. Wird JavaScript, übrigens auch HTML und CSS, werden schon in so eine Vorsprache übersetzt. Und diese Vorsprache, die ist schon relativ gut. Deshalb ist JavaScript auch ziemlich schnell und manchmal einfach gegenüber Python in einem unglaublichen Geschwindigkeitsvorteil. Und das ist so eine halb übersetzte Sprache. Wenn ihr Java habt, dann werdet ihr sehen, das wird zuerst übersetzt in eine maschinennahe Sprache und erst dann könnt ihr das laufen lassen. So bei Python, das könnt ihr gleich laufen lassen. Und hier bei JavaScript, das merkt man nicht, das weiß man nicht, aber es wird eben so halb übersetzt und dann, wenn es laufen gelassen wird, wird es dann vollständig in eine Anwendung übersetzt. Deshalb ist JavaScript schnell. Gut, so. Wir kehren aber hier zu unserem Set-Intervall zurück. Auch dazu gibt es so einige Anmerkungen. Ihr werdet, wenn ihr im Internet googelt, ganz viele verschiedene Möglichkeiten finden. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen, weil es um so etwas geht wie anonyme Funktionen. Und Funktionen werden wir jetzt auch definieren in den nächsten Folgen.
Und anonyme Funktionen sind etwas Besonderes. Und da gibt es tatsächlich auch einen Streit, braucht man die überhaupt oder kann man sich das nicht einfacher machen? So, wir werden in diesen Folgen und in diesen Videos werden wir keine anonymen Funktionen verwenden. So, wir werden hier mit Funktionen mit einem Gänsefüßchen aufrufen oder ein Gänsefüßchen gesetzt aufrufen. Das hat auch seine Nachteile, das werde ich euch auch erklären. Aber ich hoffe, es reicht für euch. Falls ihr Probleme mit dieser Art und Weise des Programmierens habt auf euren Browsern und auf euren Computern, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Es soll viele Probleme geben. Ich kann es gar nicht alles nachprüfen, weil ich natürlich irgendwie auch meinen Computer auf eine bestimmte Art und Weise eingestellt habe. Aber falls ihr Probleme habt, dann schreibt es mir unten rein. Ich habe mich ganz lange damit beschäftigt und vielleicht weiß ich dann auch eine Lösung für euch. Ich schreibe euch auf jeden Fall möglichst rasch dann auch zurück. Gut, das war es jetzt erstmal für dieses Video. Ihr habt in diesem Video einfach gesehen, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Ihr habt eine Möglichkeit, euch ein Intervall zu setzen, kennengelernt. So, und alles Weitere zeige ich euch im folgenden Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.